Kapitel Einstellmöglichkeiten für unterschiedliche Körpergrößen. Wir haben lang experimentiert an unserem Tauberer-Tandem, wie wir es fertig bringen, dass große und kleine Menschen fahren können, sowohl vorne als auch hinten. Und jetzt zeige ich Ihnen auch schon mal, welche Lösungen wir für vorne anbieten. Hier, da für den Steuermann oder Steuerfrau. Auch schon mal, der Lenker muss relativ breit sein. Je breiter der Lenker, umso mehr Fahrstabilität haben Sie ja. Ja, das ist wie so ein langer Hebel. Das können Sie ja besser halten wie so ein kurzes Ding. Bei dem Tandem ist es wichtig, ist aber ja noch da Zuladung dabei. Trotz alledem, es könnte jetzt sein, dass Sie den Lenker näher brauchen. Dann können wir hergehen und können hier diesen Vorbau schwenken. Ne? Diesen hier, zeige ich Ihnen. Das ist ein schwenkbarer Vorbau, der ist richtig gut. Wenn Sie mit dieser Handposition nicht hinkommen, dann haben wir andere Möglichkeiten noch, so einen Lenker anzubringen. Der zum Beispiel, ne? Also der geht ein bisschen nach vorne und biegt sich dann weg. Gibt es auch feine Unterschiede von Breite und so weiter. Oder hier einer, der sogar nach hinten geht, falls eine kleine Person drauf ist, die Frau, gell? Muss ein Mann da spazieren fahren. Dann geht es auch. Also ich kann hier auch unterschiedliche Vorbauten anbringen, einen kurzen, der ist schon relativ lang und so weiter. Also Sie sehen, allein dadurch, durch die Veränderung von dem Lenker, habe ich vollkommen andere Greifpositionen, gell? Toll, oder? Also, das können wir alles machen. Dann sowieso, der Sattel hoch und runter, der geht ja wirklich astronomisch weit raus, und ich weiß auch, kein Mensch ist so groß. Also, da können Leute mit 2,10 Meter draufsetzen. Und ja, und dann hinter Mannfrau, da haben wir ja die Möglichkeit, auch den Sattel ganz runter zu machen. Schwuppdiwupp, da ist hier diese Sattelstütze, die ich in einem anderen Kapitel schon beschreibe, die dann bis daneben runter geht. Und der Lenker daneben, der ist super genial. Und zwar, das ist ein Multipositionslenker. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was da alles möglich ist. Also ich demonstriere das jetzt mal an dem linken Lenkerbügel. Hoppla. Upsa, es sind gleich zwei Klemmen, damit es auch wirklich hält, gell? So, gut. Sehen Sie, Sie können das alles machen. Ich habe manchmal Leute, die sind irgendwie verschoben oder was weiß denn ich, dann setzen wir die drauf, das kann man ja machen mittels diesem Zweibeinständer, der hält ja eine Person aus. Und dann setzen Sie sich einfach drauf und richten sich den Lenker so ein, wie Sie es brauchen. Und in der Position wird er einfach festgeschraubt. Was da noch an Möglichkeiten da sind, zeige ich Ihnen jetzt einmal. Also wir haben hier diese Mordsverstellbarkeit von dem linken Bügel. So, und dann können wir auch noch hergehen. Und können an dieser Klemmung das Ganze nach vorne und hinten kippen. Also es passen dort tatsächlich auch kleinste Personen drauf. Ich hätte hier gesagt laufende Meter, aber nee, das ist nicht schön. Also sagen wir mal so 1,30 Meter, 1,40 Meter. Gucken Sie mal, toll, oder? Also ist schon unheimlich. Also so können wir es dann nochmal vorstellen. Ne? Und was auch noch machbar ist. So, ich schraube das gleich wieder alle vier zu, denn wenn man das nicht gleich macht, vergisst man es. Und der Nächste, der mit vorne tut, der wundert sich auf einmal, was da passiert. Das soll ja auch nicht sein. Also immer schön, gewissenhaft alles wieder festziehen. Ist ja immer ein Lenker. So, und dann sehe Sie, ich habe das nämlich mal gelernt in meiner Ausbildung, wo ich noch jung war, Zylinderköpfe festziehen, jawohl. So, über Kreuz. Und daneben unten, upsa, daneben haben wir noch einmal eine Verstellmöglichkeit. Denn wie am Auto, das habe ich Sie garantiert auch an Ihrem PKW,
Sie haben da die Möglichkeit, das Lenkrad nach vorne und hinten zu stellen. Aha. Und, lassen Sie auf. Aha. Macht man ja nur einmal. Denn meistens ist es so, man einigt sich dann, also ich vor und du fährst immer mit oder umgekehrt. So, Sie sehen, rein und raus. Dadurch verändere ich nochmal den Abstand zum Sattel. Klasse. Also, diese Möglichkeit haben wir. Das heißt, wir können wirklich perfekt die Sitzposition einstellen, für vorne, für hinten, für große, für kleine Leute. Brauche dadurch nicht irgendwelche Maßanfertigungen zu machen. Und es ist dadurch auch relativ günstig, unser Tandem. Das heißt, es ist auch günstig, gell? Also, man könnte natürlich auch ein paar Sachen weglassen, wie diesen Lenker, dann wäre es auch wieder 100 Euro günstiger oder billiger. Aber was nützt es eigentlich? Was nützt, wenn ich jetzt irgendwas weglasse? So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt im Anschluss auf eine Probefahrt. Mal gucken, wir machen es eine Tandem-Fahrschule. Bleiben Sie dran, begleiten Sie uns.